Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Blau. Ja, ich hatte jetzt endlich wieder ein bisschen Internet und ich habe festgestellt, dass ich ganz schön gefailt habe. Ich habe ein bisschen die falsche Reihenfolge gewählt. Wir müssen nämlich zurück nach Lavandia. Weil ich habe mir mal so angeguckt, was uns hier in Prismania City erwarten würde, wenn wir uns da durchboxen wollten. Und ja, da sind wir noch nicht bereit dazu, aber für den Lavandia-Turm sind wir doch schon bereit. Ups, naja. Aber damit es nicht gleich losgeht mit dem Lavandia-Turm, dachte ich mir, wir werden uns erstmal um diese Trainer kümmern, die hier überall rumstanden. Wenn man mal wieder einen finden würde. Ja, diese ganze Kohorte da. Gut, wen haben wir vorne? Kadabra. Dann nehmen wir mal Tauroga. Übrigens, das Pokémon, was ich mir da fangen wollte auf der Anglerbude, gibt es da leider nicht. Da gibt es nur die Angel und das Pokémon kommt dann später. Mal schauen, wenn wir was holen. Mautzi ist so süß. Miau, miau. Ja. Nee. Göre möchte kämpfen. Göre, setz Mautzi ein. 24. Wow, so langsam zeigen sie ja doch, dass sie was drauf haben. Na fast. Tauroga muss noch ein bisschen trainieren. Und noch ein Tauzi. Na, mein Gott. Warum auch nicht? Eben nochmal. Speeden, der Pokémon-Turm wird schon lang genug dauern. Übrigens gibt es im Pokémon-Turm auch ein Pokémon, was ich gerne abholen möchte. Der findige Pokémon-Spieler wird sich schon denken können, welches das ist. Aber naja, es gibt da drei verschiedene. Da ist doch die Auswahl ziemlich groß. Naja, mehr oder weniger. Miauts. Ah ja, Miauts. Mehr hast du nicht zu sagen. Nur so wenig Geld. Ärmliche Göre. Die Schule macht Spaß, Pokémon zu trainieren, aber auch. Ah ja, Schulschwänzer. Oder ist das hier so ein Streber? LOL. Streber möchte kämpfen. Und was hast du? Smogon. 26. Ich bin stolz auf dich. Mit Kadabra wäre mit einer Attacke weg, aber naja. Mach mal schnell Rucksuchi. Und noch ein. Und noch ein. So war jetzt auch nicht so der harte Kampf. Okay, ich gehe lieber zur Schule. Das rate ich dir auch. Streber. Ich mag alle Nidoran sehr gerne, deshalb sammle ich sie. Hast du auch nicht viel zu sammeln? Zwei Nidoran? Ja, hast die Sammlung wahrscheinlich schon komplett. Nidoran weiblich, oh. Wäre auch mit Kadabra rundet, aber naja. Ja, Ruckzucki. Fähigkeiten gibt's ja immer noch nicht. Die werden auch nicht mittendrin im Spiel eingefügt, das wäre ein bisschen seltsam. Natürlich. Natürlich. Gut. Ein Windstoß. So. Geht doch. Ja, und Tauroga kommt auch endlich mal Level ab. Flügelschlag. Na, endlich. Wurde auch mal langsam Zeit, Tauroga. Na, natürlich soll was vergessen werden. Welche Attacke soll vergessen werden? Wirbelwind. Sandwirbel kommt als nächstes weg. Nidorina, was? Ich dachte, jetzt kommt Nidoran männlich. Die muss ja auch einfach nur weibliche Pokémon haben. Nidorina ist mehr als weiblich. Haben wir schon mal in diesem Let's Play ein Nidorina gesehen? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Oh, die Attacke.
Okay, es war ein Volltreffer, okay. Aber naja, jetzt mal zum Fall, ruckzuck, dürfte es noch nicht fertig machen. Nee, tut es auch wirklich nicht. Ich habe das Gefühl, ich bin leiser als sonst. Ist das jetzt so besser? Muss ich gleich nochmal gucken. Na, na, na. Warum? Warum nur? Ah, es sollte doch gehen. Na, ja, sind wir auf dieser Route ja schon fast fertig. Fast so. Ne, den noch, oder? Ja, genau. Und einer sollte noch kommen. Um zu gewinnen, benötigst du eine gute Strategie. Oh, thank you, Captain Obvious. Ich sollte hier eigentlich echt mit Kadaver rumrennen. Das wäre feinstes Fressen. Flügelschlag. Ja. Also fein gemacht, Slimer. Noch ein Volltreffer. Ist super. Na, 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 na. Oh, Slimog. Da benutzen wir jetzt echt mal Kadaver. Ja, das ist schon eine andere Stufe, aber irgendwie seltsam. Entwickelt er sich nicht erst auf 33 oder so? Cheater! So, Blitzgenesungsschaufel ab. Seestrahl! Joa, ist effektiv. Erhält 739. Schreiber wird Slimer in den Kampf schicken. Nö, machen wir jetzt auch noch. Schaufel war auch sehr effektiv, oder? Hör du, weg ist es. Ja, auch sehr effektiv. Haben wir geschafft. Ganz super. So, ja, besiegt Streber. Ich habe verloren, das ist nicht logisch. Ja, du hast vorher anders gesprochen, aber jetzt bist du ja... Na komm, ich muss nicht rechtfertigen, warum er jetzt so spricht. So soll der Letzte sein, haben wir die Route auch fertig. Ich bin von weit her gekommen. Herumgekommen. Glücksspiel... Was? Was will er? Auf jeden Fall so ein Spieler, oder? Jupp. Spieler. Fukano? Der kommt mir bekannt vor, wenn der Fukano einsetzt. Düstere Geheimnisse, die in Lavandia noch düsterer werden. Ziemlich lange gedauert, Tauburger. Vulpix. Ja, dann wechseln wir mal. Kadabra. So, Kadabra setzt natürlich Schaufler ein. Oh nein, ganz ruckzuck hier abbekommen. So, das war ein schöner Angriff, Kadabra. Ja, blitzschneller Schaufler. Den Jackpot habe ich noch nicht geknackt. Ist auch schwer. So, gegen die hatten wir ja schon mal gekämpft. Ja, haben wir, okay. Hier oben war nichts. Ein Hardcore-Sosieber war da bestimmt. Busch. Ah, wieder diese Musik. Gehen wir gleich mal hier. Ach nee, wir heilen uns am besten nochmal schnell. Ding, ding. Konnte ich das auch nur vergessen, dass man den Pokémon-Turm erst absolvieren soll. Das wird lange dauern. Ich denke mal, den nächsten Part werden wir auch vollständig gebrochen. Ob beim übernächsten Part werde ich werden? Nee, ich denke mal im nächsten schon. Und wenn ich leicht die Überlänge mache. Wir haben ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Hier ist die Musik auch nicht viel besser. Oh, Gary! Als ob dieser Ort nicht schon schrecklich genug wäre, ist da jetzt auch noch Gary. Wir haben nur 3 Pokémon. Ich würde sagen, ich speichere hier einfach mal. Man kann ja nie wissen.
Ich weiß ungefähr, welches Level er hat und wir sind ihm eigentlich haushoch überlegen, aber man kann ja mal wieder speichern nach 9 Stunden, das ist eine schöne Zahl. Gut, wir haben eine schöne Reihenfolge. Okay, hi Gary. Hallo Ash, was machst du hier? Deine Pokémon sehen ganz fit aus. Naja, nach dem Kampf wird es anders aussehen. Was? Wie viele Pokémon hat der? 5, oder? Oh, er sieht schon wieder ein bisschen anders aus. Man merkt, dass er älter geworden ist. Gary möchte kämpfen. Gary setzt Tauboga ein. Tauboga ist übrigens ein stärkes Pokémon, eigentlich so gut wie immer. Zusammen mit seinem Starter, also... ist ein Starter auch Level 25. Das heißt, du hast noch keine richtig höchste Stufe erreicht. Und dein stärkstes ist um Längen schwächer als mein schwächstes. Und kann nicht mal angreifen. Gary, ich bin noch enttäuschter von dir als auf der MSN damals. Damals, als wir alle noch jung waren. Oh wei. Ah ja. So kennt man dich, mit einem Oh wei. War ich jetzt ernst? Also natürlich mehr mit der Weiterentwicklung, aber trotzdem. Wobei muss ja auch irgendwann mal dran kommen. Sag mal Gary, was bist du eigentlich für ein Loser geworden? Triffst mich nicht einmal, ne? Früher empfand ich ihn als den nervigsten Rivalen, aber jetzt... Garados. Ach du meine Güte. Aber 22, also das sollte jetzt nicht so heftig sein. Aber Garados ist schon derbst. Derbst stark. Bis. Endlich mal hast du mich angreifen können, Gary. Wow. Wow. Hydrobombe. Na toll, die stärkste Wasserattacke in dieser Generation, oder? Das sieht sehr danach aus. Kadabra. Psychstrahl oder Schaufel? Oh, Psychstrahl. So, jetzt sollte er auch seinen Kadabra einsetzen, oder? Der hat doch mittlerweile eins. Hat er auch auf der MSA, oder? Ja, Kadabra. Ah, eben hat Tauboga fertig gemacht. Mal gucken, ob Kadabra auch Kadabra fertig machen kann. Level 20! Und du hast viel dazu gelernt. Man sieht es. Kadabra gibt hier ein. Kadabra benutzt Aufsätze. Attacke Schlupfweh. Kadabra benutzt Schlaufler. Psychstrahl würde so gut wie keinen Schaden machen, deswegen habe ich das so gemacht. 33. Ich glaube, auf 42 lässt sich es entwickeln. Damit wir noch was von ihm jetzt haben. Ich würde mal sagen, um es ein bisschen episch zu machen, benutze ich jetzt mal meinen Bisaflor gegen sein Glutexo. Auch wenn ich jetzt typmäßig total unterlegen bin, aber naja. Es ist epischer so. So, was benutzen wir mal? Zerschneider. Okay. Mal gucken, wie derbe jetzt Glut reinhaut. Es geht. Also, es ist verkraftbar. Dafür ist die Attacke sehr effektiv ist. Ach, es lebt noch, okay. So, wenn er schlau ist, sollte er jetzt auch mal Hypertrank einsetzen. Für solch einen guten Trainer halte ich ihn eigentlich, aber nur keinen Bedarf für Gary. Okay. Gary kämpft immer bis zum bitteren Ende. Was? Du bist eine harte Nuss. Ich bin es wohl etwas zu locker angegangen. 1625, ist auch ziemlich reich. Wie macht sich dein Pokédex, Kumpel? Ich habe kürzlich einen Tragosso gefangen. Allerdings habe ich noch keinen Knocker. Ich glaube, von diesem Pokémon gibt es nur noch wenige, also ich habe viel zu tun. Ich muss weiter. Dann bis später. Ja, das eigentliche primäre Ziel, worauf auch die Entwickler einen lotsen wollten bei diesem Spiel, ist ja noch so viele Pokémon wie möglich zu fangen, aber das wollte ich jetzt in diesem Let's Play nicht machen. Vielleicht werde ich mal offscreen ein paar Pokémon fangen, die wir schon mal gesehen haben, um ein paar nützliche Items zu erhalten von den Gehilfen von Professor Eich. Aber naja, wird man dann sehen. Nein, nicht nochmal. Zurück. Tschüss.
So hat es ja fast Stil, wenn man das so doppelter Geschwindigkeit anhört. So, was willst du? Selbst wir können die eigenwilligen Geister nicht identifizieren. Man benötigt das Silvscope, um sie zu erkennen. Ja, das hatte ich nämlich gedacht. Das kriegt man im Prismania City, deswegen dachte ich, hole das erst noch und dann gehen wir hier rein. Aber nö, kriegt man das später. Und dann wollte ich das auch nicht zeigen, weil ich weiß gerade gar nicht, was da überhaupt passiert, wenn man Silvscope einsetzt. Es kommen auch normale Pokémon. Und von denen möchte ich mir jetzt fangen. Jedenfalls hoffe ich das so. Und wir werden noch etwas anderes erleben. Allerdings erst im nächsten Part. Also hoffentlich bis dann. Tschüss.